Also Organisationskultur zum Beispiel meint also die gelebten Antworten auf Fragen der Leistungserbringung und der Lebensqualität der beteiligten Menschen. Das ist eine ganz pragmatische Definition. Und zwar in den formellen und in den informellen Bereichen des Zusammenwirkens. Sehr oft fällt es ja stark auseinander oder auch ganz unterschiedlich, auf ganz unterschiedlichen Kommunikationsforen verhandelt. Ich sage, wenn wir zusammenreden und machen Projektbesprechungen, reden wir Milestones, Ziele, und wenn wir auf dem Klo sind und nebeneinander pinkeln, dann reden wir darüber, was wir wirklich davon halten und wie wir glauben, wie es laufen wird. Ja. Beides ist Kultur, aber es ist natürlich wichtig, dass wir das zusammenbringen. Solange diese Arten vom Sprechen über Kultur so getrennt werden, ist das an sich schon ein Kulturproblem, mit dem es schlecht ist, Kultur zu entwickeln. Also Organisation, die gelebte Antworten, also nicht die deklarierten Antworten. Also wenn der dann so reagiert, in Ihrem Verständnis, wie würden Sie das Verhalten beschreiben? Und wenn Sie da eine Frage haben, was ist das für eine Antwort auf diese Frage? Also wenn zum Beispiel die Sekretärin kommt und sagt, wir haben jetzt gestern 5 Aufträge gegeben für 2 Tage und heute geben wir wieder Aufträge und sagen, heute Abend muss fertig sein. Ja, und der andere sagt, behelligen Sie mich nicht mit Ihrer Arbeitsorganisation. Rückdelegation dulden wir hier nicht. Ja, dann kann man sagen, okay, wenn Ihr Verhalten, sie stellt keine Frage, sie stellt schon eine Frage, aber wenn Ihr Verhalten eine Anfrage an den anderen ist, wie würden Sie beschreiben, ist eine Antwort? Und dann fangen wir an, den Umgang mit Kultur als gelebte Fragen, gelebte Antworten zu verstehen. Immer dann natürlich nicht mit einer, nicht ran scharf definiert, sondern wie verstehe ich diese Frage und wie verstehe ich diese Antwort? Und wenn ich Frage und Antwort im Zusammenspiel sehe, wie würde ich beschreiben, was da passiert? Und wie könnte ich mir vorstellen, ist das gut oder nicht gut? Und wie könnte ich mir vorstellen, könnte es auch anders sein? Und dann am Beispiel fängt man über Kultur an zu sprechen. Und natürlich, und ich habe jetzt einfach mal die 2 Hauptdimensionen genommen, damit nicht die Fantasie entsteht, Kultur ist eine Frage der Lebensqualität allein der beteiligten Menschen. Sondern es ist für mich ganz klar, dass Unternehmen, wenn sie langfristig überleben wollen, weiß es können müssen, sie müssen Leistung erbringen, ihren Seinsgrund erfüllen und gleichzeitig dabei sinnvolles Leben für die beteiligten Menschen erfüllen. Das sind für mich die beiden Existenzgründe für Unternehmen. Und deswegen habe ich eben auch, wenn ich über Kultur nachdenke, das würde ich sicher auch so machen, eben nicht über das eine oder das andere, sondern wie es eine und das andere, und zwar möglichst gleichzeitig. Ja, das wird dann oft auch wieder randscharf definiert, okay, jetzt reden wir über Leistung und dann wird zu einer Kultur des, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, sagte der Chef von der Galeere, erst habt ihr 10 Minuten frei, danach will der Chef Wasserski fahren. So viel zum Thema Leistung bei uns. Aber wir sind ja auch keine Unmenschen. Sprechen wir doch über Lebensqualität. Ja? Da brauchen wir natürlich auch abends, wenn der Wasserski gefahren ist, sollten wir dann doch auch irgendwie uns daran erinnern, dass wir alle Menschen sind und gut beieinander sitzen. Da ist es schon wieder aufgeteilt. Ne? Wir sind schon wieder gespaltene Welt. Natürlich wäre interessant zu fragen, wie kann Leistung so erbracht werden, dass gleichzeitig viel Sinnhaftigkeit, dass aus der Sicht scheinbarer Leistungserbringung, wenn man das mal so pauschal nimmt, die gleiche Situation genauso Sinn macht wie aus den scheinbarer Lebensqualität der Menschen bei der Arbeit. Und dieses Fragmentieren, das hat mit dem randscharfen Denken zu tun, dass man dann sagt, okay, wir haben Veranstaltung fürs Menschliche, wir haben Veranstaltung für Leistung und das beide hat nicht viel miteinander zu tun, ist natürlich erlaubt, nicht eine zueinander integrierte Leistungskultur zu entwickeln, die gleichzeitig
eine humane Wirtschaftskultur ist. Wenn ihr dann zu sowas eingeladen werdet, habt ihr von vornherein ein Problem. Ihr sagt ja, okay, der eine will jetzt gern fürs Menschliche was machen, aber sein Chef, der will, dass da hinten Leistung rauskommt, alles andere interessiert ihn nicht. Dann hat man schon mal ein Steuerungsproblem, ob das trojanisch zu lösen ist oder ob der einfach im System etwas unmöglich ist, wozu man eigentlich, wo man sich nur aufreibt oder wo man ein Feigenblatt spielt. Bei Kultur wird dann oft, die Systemiker sagen dann gern, du mit deiner Kultur, ich meine, alles ist irgendwie Kultur, das ist eine Art Zusammenleben zu beschreiben. Ja, das ist das Deskriptive. Da kann man immer fragen, wenn das, was die Mafia-Gang, die gerade eine Minderjährige vergewaltigt hat, wenn man das jetzt Kultur nennen, kannst du machen. Also was waren die formellen und informellen Arten des Zusammenwirkens? Kannst du natürlich so beschreiben. Und das ist oft auch richtig, dass wir davon ausgehen, okay, wie würde man beschreiben, wie das bei uns eigentlich spielt? Kulturanalyse. Aber in unserem Beruf machen wir das doch immer, weil wir irgendwie gerufen sind, dass man in irgendeiner Weise Kultur verbessern will. Und das geht nicht, ohne dass irgendjemand Werte entwickelt, wie Kultur sein soll. Und das ist die normative Beschreibung. Und es ist wichtig, dass wir einfach diese beiden Aspekte voneinander unterscheiden und dann versuchen, natürlich auch in den Zusammenhang zu bringen. Wenn das wieder zwei verschiedene Abteilungen machen, ist es schon wieder gelaufen. Ich habe jetzt noch was Nettes, weshalb ich glaube, dass Kultur so wichtig ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Kultur sozusagen das Stichwort ist über Prozesse, mit denen wir das Beste in jedem in den Vordergrund heben und miteinander verknüpfen. Also Kulturaufbauarbeit heißt es, Kulturbeispiele so zu inszenieren, dass das Geeignete für diese Kultur und das Bessere in jedem in den Vordergrund eingeladen wird. Denn jeder kann ein Engel oder ein Teufel sein. Professor Fehr, sehr interessant, in Zürich, ein Betriebswirt von Haus aus, der hat gesagt, der macht so Experimente von Fairness, also ihr kennt die vielleicht, ihr kriegt 1 Euro, der eine kann entscheiden, wie viel er und wie viel der andere kriegt. Und der andere kann entscheiden, ob wir den Deal überhaupt machen oder nicht. Und anders als unsere Modelle vom Homo economicus und so sagen, die sagen, 1 Cent ist besser als gar nichts, müsste eigentlich immer jeder zustimmen, ist ganz klar, wenn die nicht mindestens ein Drittel kriegen, geht es auf Dauer nicht. Also Leute haben Fairnessvorstellungen. Oder es gibt Experimente, der Manfred Spitzer hat davon berichtet, die tun ein Kuvert, wo man sieht, dass ein 5-Euro-Schein drin ist, so ein Briefkasten, dass es so aussieht, als wäre der nicht reingefahren. Der wird in einer geordneten kulturellen, zivilisatorischen Umgebung durchschnittlich, glaube ich, von 12 Leuten mitgenommen, das Kuvert. Du brauchst aber daneben nur einen Mülleimer umschmeißen und ein Plakat ein Stück rausreißen und schon wären es 50% oder 60%. Das zeigt, wie sehr Kulturimpulse entscheidend sind, ob jemand sich an die bessere Seite seiner selbst erinnert oder nicht. Deswegen, wenn ihr Menschen in ihrem Verhalten beeinflussen wollt, ihr könnt natürlich jeden Einzelnen auf Training schicken, aber viel effektiver ist, wenn ihr Kultur erzeugt, die das schon vorhandene bessere Verhalten hervorruft und miteinander verknüpft. Ihr erinnert euch daran, dass ich sage, Kultur, wir geben uns gegenseitig in einem Ausmaß Impulse, uns kulturell zu verhalten, das wissen wir gar nicht, was das ist. Also wenn wir das nicht im Zusammenspiel lernen, sondern jeder Einzelne lernt und versucht dann mitzubringen, die anderen spielen aber nicht mit, weil sie den Code nicht kennen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch kulturelle Besserstellung von Mitgliedern eines Systems sehr wirksam erreicht wird, einfach sehr gering. Also, ich behaupte auch, komplexe Systeme können heute eh nur durch Kultur gesteuert werden. Das ist dieser Aufsatz, den wir ganz am Anfang hatten. Es ist mittlerweile allen klar, es gibt nicht mehr das Durchdefinieren, wie es bei uns zu funktionieren hat. Überall gibt es Handbücher und Anleitungen im Intranet und was nicht alles. Ob das gelebt wird oder nicht, geht nur, wenn die Leute Kultur
ein gemeinsames Kulturverständnis entwickeln. Das heißt, durch Kultur ist also nicht nur der nette humanistische Zusatz, damit es den Leuten besser geht, sondern das ist eigentlich das Hauptelement, mit dem überhaupt entschieden wird, ob Organisationen steuerbar sind oder nicht. Wenn wir zu der Einsicht mal gelangt sind, dann sagen wir, okay, lass uns Kultur gestalten. Und dann kommen so Aufträge, so jemand, der total randscharf unterwegs ist, sagen, ja, irgendwie erzeugen Kultur. Im positiven Sinne zumindest. Ich kann natürlich sehr schnell schlechte Kultur erzeugen. Hat mir auch der Volker heute Morgen ein Beispiel erzählt. Da hat ein Vorstand, kam zu der, auf die eigentlich bisher so ganz gut kommunikativ unterwegs waren. Die haben gesagt, jetzt müssen wir mal hart durchgreifen, reorganisieren. Und haben gesagt, 45 Führungskräfte, die schaffen wir nicht zu führen, lass uns 25 draus machen. Haben sie 5 Tage zurückgezogen, haben sich 25 Kästchen ausgedacht und haben das ins Intranet gestellt. Kultur erzeugt Kultur. Das schlägt natürlich auch voll im Negativen durch. Ja, weil das kannst du, das, was dadurch ausgelöst wurde, innerhalb von weniger Tagen, das kann dann der dann in der Not herbeigerufene Kulturberater fast nicht ausbügeln. Also man muss sich immer klar sein, dass die Maßnahmen der Kulturgestaltung selbst die Kultur repräsentieren müssen, die man mit dieser Maßnahme gestalten will, sonst funktioniert es nicht. Keine Aussicht. Das ist schon etwas, was dem Denken vieler Menschen fremd ist. Die denken, man kann jetzt erstmal irgendwie quick and dirty loslegen und hinterher Kultur einführen. Aussichtslos. Zumal, selbst wenn man alle das wollten, dadurch, wie man anfängt, schafft in allen diese ganz vielen unbewussten Gewohnheiten, die wir uns gegenseitig, bei uns gegenseitig ständig aktivieren, selbst wenn wir alle wollen, wir kommen nicht davon weg, weil wir gar nicht im Griff haben, wie wir ständig die schlecht eingeschliffene Kultur erneuern. Und da werden manchmal so Motivhypothesen auch von systemischer Seite eingeführt, die ich nicht teile. Die sagen, ja, wenn die das immer wieder machen, dann hat jemand Interesse daran. Das stimmt nicht. Also es gibt auch, dass jemand natürlich Interesse daran hat, dass er am drüben fischen kann. Aber sehr oft, selbst wenn alle es wollen, haben sie dieses Phänomen der Reinkarnation ihrer Kultur, von der sie weg wollen, einfach nicht im Griff. Niemand von uns hat es im Griff. Was wir nur tun können, ist Programme entwickeln, mit denen wir eine Chance haben, alternative Kultur aufzubauen, und es geht nur durch erlebte Kulturbeispiele, sie zu didaktisieren, sie zu programmatisieren und sie nach und nach auszubreiten im Unternehmen. Und das bedarf in der Regel sehr viel längerer Kulturarbeit, als die Leute sich das vorstellen. Die denken, wir machen einen Workshop, 3 Tage Kultur und dann läuft das. Ja. Warum ist dann der Unterschied so krass, wie du gesagt hast, Kultur entsteht durch Kultur, und Kunde von uns haben vor ein paar Jahren auf die Krise reagiert, indem sie Probezeitmanagement gemacht haben. Das war faktisch so, dass sie alle Leute in Probezeit einfach ausgeschlossen haben. Und das ist richtig kulturbildend worden. Ja. Also das hat richtig durchgehalten. Ja. Also das heißt, eine Aktion im Negativen hat wirklich nachhaltig Wirkung erzeugt. Ja. Und dasselbe kann ich aber nicht sehen für Aktionen quasi in der anderen Richtung, die doch genauso nachhaltig sind. Oder? Doch, aber die haben natürlich ihre Laufzeitlogik. Wenn du sagst, das war ein Fehler, wir machen das ab jetzt anders, dann willst du neu Vertrauen erwerben. Aber das ist klar, dass das nachweisbar mindestens 3 Jahre laufen soll, bevor den Leuten geraten ist, dass sie das glauben. Also die Vorstellung, du könntest sowas, jede Art der Kulturbildung hat auch ihre Zeitlogik. Zu Recht. Geht so schnell. Ja, das ist schon Liebesbeziehung auch manchmal so. Ja, klar, du verspielst mit einem, also ich finde es schön, den Begriff zum Beispiel Vertrauenskapital. Dass die Leute, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten, den könnt ihr auch lesen und hören bei uns auf der Website, Vertrauenskultur versus Kontrollkultur. Und es ist ganz klar, Vertrauen wird schon erstmal oft gegeben, dann muss sich Vertrauen bewähren und dann entsteht im Unternehmen ein Vertrauenskapital. Man will mehrere Grundbedürfnisse haben die Menschen an Vertrauen. Dass Zugehörigkeit gesichert ist, und zwar, dass sie nicht
rausschmeißen, dass sie nicht einem Mobbing ausgesetzt sind. Und natürlich nicht, dass sie für ewig immer irgendwo bleiben können, aber das nicht sozusagen gedankenlos oder willkürlich mit ihrer Zugehörigkeit gespielt wird, sondern dass man sehr verantwortlich mit Zugehörigkeit umgeht. Und von daher, was die Leute brauchen, um Vertrauen zu haben, ist eine Verlässlichkeit der Systeme. Und Verlässlichkeit, und wenn du lange verlässlich bist, und dann ist ein starker Einbruch, das weißt du, wenn du fremd gehst, wie lange das braucht, bis das in der Beziehung wieder einigermaßen trägt, dann schmeißt du mit einem Schlag ein Vertrauenskapital weg und das musst du erst wieder aufbauen. Das sind auch marktwirtschaftliche Prinzipien. Wenn du künstliche schlechte Silikonimplantate verkaufst und das kommt raus, dann ist das erstmal futsch, selbst wenn du ab jetzt nur noch gute Produkte verkaufst. Du brauchst dann 10 Jahre, um dir das wieder zu erwerben. Wenn das den Leuten klar ist, gehen sie dann vielleicht auch mit ihrem Kulturkapital ein bisschen umsichtiger um. Naja, aber ich finde auch, Martin, ich finde dieses Beispiel, das ist ja nicht nur eine Sache. Also da steht ja eine Haltung dahinter, wie jemand rangeht. Ja. Eine Haltung dahinter, also zu sagen, wir haben jetzt ein negatives Teil gemacht, jetzt machen wir ein positives und dann ist alles wieder gut. Ich kenne die Kultur ja auch ein bisschen. Ich finde schon, dass da diese Idee von Spielball oben entscheidet, da steht ja ganz viel hinter, was ich jetzt auch unter Kultur. Klar. Kultur ist, wo ich halt denke, wenn du dann sagst, okay, jetzt machen wir jetzt vertrauensbildende Maßnahmen, das ist ja wieder in diesem hierarchischen Ding. Und ich glaube, damit kriegst du es gar nicht. Ja. Ich meine, wenn man dann positive Beispiele systematisiert und programmatisch ausrollt, sozusagen, das auch mal mit ziemlich viel betonten Hinweisen begleiten, so nach dem Motto, also es kann ja auch manchmal gestellt werden, so nach dem Motto, wir sind jetzt großzügig übrigens, so, also dass man das übermetorisiert oder so, aber wenn man es einfach nur irgendwie was Positives macht, das geht ja häufig auch runter, ich meine, da gibt es ja jetzt die klar. Und wenn die Leute es nicht sehen wollen, dann merkt man es halt auch nicht. So. Ja klar, und die man durch Kultur erreichen will, haben ja wiederum ihre eigene Kultur, mit der sie oft gar nicht erkennen, was für ein Kulturangebot sie kriegen. Sie werten das gar nicht. Also das ist natürlich immer auch eine Beziehung da. Klar, muss man im Einzelfall gucken, wie die Situation ist. Aber sagen wir mal so, wenn du nur was demonstrativ machst, dann kannst du für eine Zeit lang Illusionen erzeugen. Vielleicht auch, wenn du Charisma hast, eine gewisse Rattenfängerdynamik entstehen lassen. Aber auf Dauer werten die Leute einfach ihre Alltagserfahrung ab und entscheiden danach, welche Kulturvorstellungen sie in ihrem Handeln haben. Sie können dir das nicht unbedingt benennen oder sie sagen es halt in irgendwelcher Art, wie sie es halt sagen. Aber Kulturentwicklung ist von daher eine äußerst komplexe Sache. Also hast du ja vorhin gesagt, ist das nicht das Übergeordnete? In einer Weise ja. Deswegen, ich sage mal ein Beispiel mit der Psychosomatik. Ja, es spricht sich rum, dass die Seele eine Rolle spielt bei körperlichen Krankheiten. Jetzt kommt die Krankenhaus auf die Idee, wir machen eine Abteilung für Psychosomatik auf. Und dann schicken wir dann, das ist dann das Fräulein, die hat auch ein bisschen Theologie studiert und ist aber dann doch Ärztin geworden und die kriegt da ein Zimmerchen und wer es an der Psychosomatik hat, geht zu der. Klar, geht nicht. Ja, weil das ist kein Teil. Kein abteilbarer Bereich der Unternehmensführung, sondern das ist eine Logik der Durchdringung des Ganzen und deswegen kann sich Kultur nicht verändern, ohne dass sich das Ganze verändert. Aber das gilt eigentlich für alle wesentlichen Steuerungsdimensionen für Unternehmen, dass sie das Ganze durchdringen. Umgang mit Ressourcen zum Beispiel, Erwartung von Verhältnis zum Vergütungssystem, Ehrlichkeit im Umgang mit Geben und Nehmen. Du kannst das nicht als Abteilung, wir machen mal einen Workshop zu Geben und Nehmen. Und das sind alles durchdringende Prinzipien, die alles durchdringen. Und das macht, und das ist auch die Botschaft von mir, du kannst Kulturarbeit nicht als eigenes Thema machen. Genauso wie du Frömmigkeit oder nicht als eigenes Thema Sonntagmorgens für 1,5 Stunden machen kannst. Und dann werden das scheinheilige Veranstaltungen.
Und wenn du, wenn dir das reicht, ist gut. Aber wenn du wirklich willst, dass das die Frömmigkeit im Alltag ist, in der Art und Weise, wie man mit sich und der Welt umgeht, dann geht es nicht, ohne dass du gleichzeitig mit demjenigen und seiner Welt umgehst. Geht einfach nicht anders. Also ist eine Perspektive oder ein ganzes Spektrum von Perspektiven. Führungskultur, Verlässlichkeitskultur, Zugehörigkeitskultur und sind dann sozusagen, damit versuchen wir Teilperspektive, die wir jetzt im Vordergrund holen wollen, zu benennen. Also Kultur ist kein Ding, eine Art wie. Kultur braucht Pflege, insbesondere in der Initialphase. Ich sage das immer am Beispiel von, wenn da neue IT eingeführt wird. Ja. Mittlerweile haben die Unternehmen kapiert, wenn sie SAP R3 einführen, ist drei Jahre Chaos. Und es kostet einen Haufen Geld, einen Haufen Ressourcen und sie müssen alles durchdenken, was über R3 verwaltet wird, was sie sich vorher gar nicht klar gemacht haben. Die haben gedacht, sie wissen gar nicht, wie sie organisiert sind, aber irgendwie können sie dann R3 kriegen und das macht das dann. So hat es am Anfang auch gemacht. Ja, hat ein R3-Berater gesagt, das ist so, wie wenn man den Menschen Blei in die Adern gießen. Es hat eine klare Struktur, aber sie können sich nicht mehr bewegen. Das ist heute viel flexibler geworden. Und im IT-Bereich sind die Leute vernünftig geworden, weil eben technische Systeme dumm sind. Das heißt, die kompensieren keinen Fehler. Deswegen kapierst du, welchen Aufwand es braucht, um sie wirksam zu etablieren. Wenn du in Kultur hat eigentlich das gleiche Problem. Aber weil die Auswirkungen nicht gleich so eklatant sind und weil Menschen intelligent und emotional sind und verantwortlich, kompensieren sie unheimlich viel. Deswegen glaubst du, mit kleinstem Einsatz Kultur machen zu können. Was ich hoffe, mein Traum ist, dass die Unternehmen eines Tages kapieren, dass Einführung einer wesentlich neuen Kulturkomponente mit vom Verstehen, was das bedeutet im Durchdenken aller Prozesse, verstehen, was das bedeutet an Ressourcenaufwand und an Steuerung von oben, mindestens so kompliziert ist wie die Einführung von R3. Und die wollen das von euch in einem 2-Tage-Workshop nebenbei haben. Ja, würde heute jemand versuchen, R3, 2-Tage-Workshop, sich einführen zu lassen? Also braucht Pflege und das heißt, es braucht Menschen, die kapieren, im Unternehmen funktioniert, wir sprechen da von Reifegrade, da wollte ich später drauf kommen, im Unternehmen funktioniert die Einführung von R3 natürlich umso besser, je mehr Einzelne mit solcher Art von Systemen Erfahrung haben und inwiefern das ganze System damit Erfahrung hat, neue IT-Konfigurationen zu tolerieren. Das heißt, im System muss Kompetenz da sein, diese Einführung zu wollen, zu können, aber auch zu wissen, welche Problematik die Einführung mit sich bringt, um kulturell, jetzt sind wir wieder bei den 50% Kulturpflege, um mitzuhelfen, dass das ganze System das lernen kann. Wenn ihr jetzt ein System habt, das in der Beziehung ausgesprochen unentwickelt ist, dann könnt ihr auch einfach R3 nicht einführen. Da muss man ganz viel Vorübung machen. Und da haben wir eben die kleinen Formate, zum Beispiel Einführung von kollegialer Beratung. Unser beliebtestes trojanisches Pferd, weil das sehen alle ein. Wenn wir nicht miteinander reden und nicht jeder versteht, wie der andere sich verhält und denkt und so, dann funktioniert Kooperation nicht. Das merkt man an 1000 Beispielen, wo es nicht funktioniert. Und das wäre doch ganz schön, wenn wir mehr kollegiales Lernen und Kooperation miteinander machen würden. Da denken wir erstmal, das ist damit getan, dass man einmal am Tag eine halbe Stunde zwei Leute zusammensetzt. Und erst wenn sie einigermaßen ernst nehmen, nach und nach kapieren die erstmal, wie viel im Kontext sich ändern muss, wenn das ernst gemeint ist und wenn das halten soll. Und so, da werden die auch langsam reif gemacht für, sagen wir mal, anspruchsvollere, programmatisch anspruchsvollere Kulturentwicklungen. Das Problem ist, die am schlechtesten entwickelt sind, haben die großartigsten Pläne, wie sie sich ins nächste Jahrhundert beamen wollen. Also die unreifsten Systeme haben die unreifsten Ideen darüber, wie sie reif werden können. Was natürlich ein paar für uns Dilemma-Problematiken auslöst. Ne? Die sind aber gern bereit, ihre unreifen Versuche teuer
zu bezahlen. Da steht dann auch eure Korruptheit zur Debatte, ob man das mitspielt oder nicht. Kulturbaupflege, und zwar insbesondere in der Initialphase, da habe ich vorher schon viel dazu gesagt. Am Anfang ist alles viel leichter. Wenn sich erstmal was Schlechtes eingeschliffen hat, das wieder rauszukriegen, weil du oft gar nicht weißt, was es ist, was du wieder rauskriegen willst oder wie genau sich das reinkarniert, ist das viel schwerer, als wenn du von Anfang an ganz konsequent bist, auch wenn du dann nicht schnell vorankommst. Das ist, bitte? Auch wenn du dann nicht schnell vorankommst. Ja? Aber das. Also, bei komplizierten Stolpern, da ich denke, du kommst nicht immer hin und machst Kultur. Bitte? Also, du kommst ja nicht immer hin und machst Kultur ja. Oder initiierst Kultur, ja. Sondern die ist ja da. Also von daher komme ich etwas ins Stolpern mit diesem Satz. Also ich fand richtig, dass mit welchem Satz? Das sind die unterschiedlichen Welle. Diese Kulturraumpflege, insbesondere in der Initialphase, ich komme ja wo rein. Also die ist irgendwie gewachsen. In dem Fall meint der Satz Kulturentwicklung, Bauchpflege. Also Kulturdifferenzen. Und natürlich, je uniformer und immer noch tauglicher die alte Kultur ist, umso schwieriger ist, was Neues einzuführen. Oft braucht es wirklich, dass der Kahn erstmal an der Wand ist, dass sie merken, mit dem, was wir was machen, geht es nicht mehr. Einer meiner Sprüche lautet ja, der Samen der besseren Ideen muss oft lange auf den Flug des Umbruchs warten. Da leisten die Mackies oft gute Dienste. Die tun erstmal richtig umflügen. Das Problem ist, wenn man die Mackies weitermachen lässt, die pflügen alle halbe Jahr um, die bauen nie was Neues wirklich an. So. Da will ich dann auch nochmal so auf Mode, Hoffnungen und Slogans kurz Bezug nehmen. Neuerdings ist dann die Rede von der Schwarmintelligenz. Ne? Ich glaube überhaupt nicht an Schwarmintelligenz an sich, sondern der Schwarm wird nur intelligenter, wenn wir verstehen, wie er sich steuert und wenn wir Einfluss auf die Steuerung haben. Und das hat was mit der Kultur zu tun. Nur dass einfach ganz viele Leute schwärmen, macht noch keinen eleganten Flug der Stare am Himmel. Und die Hoffnung einfach dadurch, dass man sozusagen zentrale Steuerung loslässt und hofft, der Schwarm organisiert sich, kann mal passieren. Aber wahrscheinlich ist keine ausgesprochen gering. Skeptiker, die diesen Selbst-Emerging-Ideen was entgegenhalten wollen, sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass daraus gute Kultur entsteht, ist etwa so groß, als die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Wirbelsturm durchs Teilelager der Lufthansa fliegt, dass danach ein Boeing steht, ein Airbus steht. Und wichtig ist auch, dass die Intelligenz in der Logik der Bezogenheiten besteht. Also sehr oft wird, wenn man versucht, was zu machen, versucht man immer die Individuen intelligenter zu machen. Aber eigentlich ist wichtig, die Bezogenheit, die Beziehungen intelligenter zu machen. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Da kommen wir speziell bei Führung dazu. Ich sage nämlich, die kleinste Einheit von Führung ist die Führungsbeziehung. Ja, und ich will auf eines der Kommunikationsmodelle verweisen, die wir entwickelt haben. Das ist das Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation. Da begegnen sich dann eben immer ganz verschiedene Kulturen. Also sagen wir mal, da ist eine Gewohnheitskultur und du sollst da jetzt neue Aspekte der kreativen Kooperation und sowas einführen, dann begegnet eigentlich ein Kultursystem, das sich in einer bestimmten Weise organisiert, einem anderen System, das sich in einer bestimmten Weise organisiert. Und wir haben jetzt eine komplizierte, doppelte Herausforderung. Das eine ist, wir müssen überhaupt eine gewisse gemeinschaftliche Vorstellung entwickeln, damit wir zusammen was machen wollen. Also jetzt mit diesem Menschen, der sagt, machen Sie mir mal eine Kultur, ich komme mit meinem Randscharfen irgendwie, das deckt nicht alles ab. Musst du erstmal daran arbeiten, dass du mit dem ein minimales Verständnis, wofür er überhaupt redet, was das überhaupt bedeuten kann, erzeugen. Das Problem ist, der will eigentlich, dass du ihm kurz und knackig erklärst und dass er es dann verstanden hat. Also der will
der will, dass du deine Kultur mit ihm teilst in einer Weise, die seiner Kultur entspricht. Und genau das kannst du aber nicht. Das heißt, du hast die doppelte Aufgabe, ihm einerseits mitzuteilen, was das bedeutet, Kulturentwicklung zu machen, und es auf der anderen Seite schon mit der Kulturbegegnung mit ihm anzufangen, also ihn sozusagen von vornherein anspüren zu lassen durch das Wie, was du meinst. Und wir haben jetzt gerade ein Video-Event, ein sehr schönes mit Mark Minor, dass wir, glaube ich, weiß nicht, ob ihr dazu eingeladen seid, sonst können wir euch den Link schicken, der so zeigt, wie so ein üblicher Pitch dann abläuft. Dann hocken da ein paar Größen und die wollen die Kulturergänzung, wenn ich jetzt mal alles unter den Begriff fasse, wollen es aber in einer Weise ablaufen lassen, den Pitch, wie sie eh bei sich immer die Sachen machen. Wie kannst du dann von vornherein neue Akzente setzen, damit es schon erstmal ganz anders anfängt, dass überhaupt eine Chance besteht. Und da hat der Mark Minow ein wunderschönes Beispiel erzählt und wie er das genau gemacht hat und wie er das von vornherein gedreht hat. Und das ist, fängt wirklich von der ersten Sekunde an. Das heißt, du musst eigentlich wissen, du brauchst eine Programmatik. Wenn du dich erstmal auf deren System genügend lange eingelassen hast, geht es dir wie mir beim Elternabend. Und jetzt zum Abschluss, bevor wir dann Mittagessen gehen, ein schöner Spruch von Gregory Bateson und Margaret Mead. Sterbende Kulturen sind solche, die in allen Vollzügen Genauigkeit herzustellen versuchen und dabei das Wesensverständnis der Kultur verlieren. Vitale Kulturen zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass vieles nur bei Bedarf genau geregelt wird, jedoch ein gelebtes, gemeinsames Verständnis auf die Kernelemente der Kultur besteht. Und wie kommt man dazu? Bin ich wieder beim Anfangsslogan und damit gehen wir in die Mittagspause. Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Gut.